Kann man uns zeitsouverän aus der Konserve hören? In letzter Zeit lassen wir wenig ausfallen. Wir wollen Logbuch-Netzpolitik nämlich wieder einholen. Ja. Ja. Solange die Flötentöne immer noch hinter uns bleiben, dann ist aber alles. Dann crasht da, wir werden es schaffen. du sagst mir Bescheid, wenn ich auf der Dauer. Ach, ich dachte, das machst du. Du beobachtest meine Finger. Ja, schon. Bloß das habe ich das erst gesehen und das sah so ein bisschen aus nach. Achtung, bitte löschen, bevor es dem Kunden übergeben wird. Nein, das ist die komplette Präsentation, wird so aussehen. Ah. Wer oder was sind wir und warum? Als wir uns da auf diesem Mastodon angemeldet haben, mussten wir uns dafür einen knackigen Satz ausdenken, sind mit jenem rangekommen. Wir sind ein podcastlicher Pressespiegel der Kuriositäten. Du warst also, das? Das war ich, ganz einfach, weil Pressespiegel ist für mich, das war früher zwischen Maus und Essen, wurde Papa vom Fernseher geparkt. Und da saßen Leute rum, haben über Nachrichten geredet. Und zwischendurch muss man sagen, der ist gut, der Mann. Und sowas machen wir, nur halt mit Kuriositäten. Was sind Kuriositäten? Nächstes, ach so. Genau. Das Oxford Dictionary definiert. Da müsstest du jetzt, wenn das mit geklappt hat, müssten da jetzt Sachen eingeblendet werden, wenn du weiter drückst. Nicht anfassen. Nochmal? Guter Plan. Ja, nee. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Wo wir schon mal hier so eine Masse an Leuten, du darfst da nicht, du, scheiße, warum hast du jetzt die Macht über dieses Ding? Wo es wir ist schon immer mal so eine Masse vor uns haben, haben wir beschlossen, habe ich beschlossen, ich werde ein für alle Mal einen Zwist in unserem Podcast ausradieren. Was? Das haben sie mit der IAA auch gedacht. Und zwar leidet unser Podcast unter Pad-Vandalismus. Wir haben ein Vorbereitungspad, in dem wir unsere Themen sammeln. Das sieht, wenn es gut aussieht, ungefähr so aus. Stimmt. Manchmal aber kommt jemand daher und drückt eine Folie weiter. Und dann sieht das so aus. Siehst du? Danke. Also nochmal für alle, ihr seid alle der Meinung, die zweite Folie ist völlig unübersichtlich und macht Augen krank. Alter, du hast 5 Minuten an der Präsentation gesessen, aber 5 Stunden dabei, die Leute einzunorden? Man muss Prioritäten setzen. Deswegen habe ich dich nicht gefunden. Du kannst froh sein, dass ich die Kartoffelsalat-Debatte nicht ausgedacht habe. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, die kartesischen Kriege der Gewinner der kartesischen Kriege hat genau festgelegt, wie das stattzufinden hat. Da gehört kein Leerzeichen hin. Ja gut, das ist ja jetzt Zeitverschwendung. Der Mob hat gesprochen. Das nennt sich Demokratie. Merk dir deine Worte. Nun gut, das war also das Vorgeplänkel. In echt heißt das dann Pre-Show. Und wir machen das, damit wir warm gesprochen sind. Was jetzt, also 2 von euch haben noch gar nichts gesagt. Aber du ignorierst mich nur. Wie immer. Ja. Ja, immer das Gleiche. Ja. Ich wollte es nicht sagen. So wie eben auch. Richtig. Muss ja auch mal angesprochen werden, damit wir gleich den nächsten Twist austragen können, nachdem das mit dem Pad jetzt vom Tisch ist. Ja, wie gesagt, da wäre noch der Kartoffelsalat, aber da haben wir ja ganz klar hier eine paritäre Grenzung. Mit Mayo. Spaltung. Mit Brühe. Richtig. Der Rest ist egal, was noch kommt, Brühe muss sein. Aber nun gut, dann seltsam. Wollen wir uns einen eigenen Podcast machen? Blackjack und Kartoffelsalat. Genau, mit richtigem Kartoffelsalat. Aber pass auf, der steckt dir dann an Frikadellen rein und sagt, das ist ein Hotdog. Man muss ja sagen, der gottgegebene Kartoffelsalat mit Mayonnaise, so wie er sein sollte, und einer Spur Senf übrigens, geht natürlich schneller, verdirbt schneller. Auf der anderen Seite, der wird wenigstens auch gegessen. Ich kenne diese säuerliche Pampe, die da produzieren, einfach immer nur als Rest in der Schale, die keiner mehr haben wollte. Ja, du kennst die von Netto aus dem Plastikbecher. Das ist, die kann man auch nicht. Und unseren kann man hinterher zur Not auch noch anbraten und sagen, das ist schlesischer Art. Oder man kann... Mach das mal mit deinem. Man kann damit verfugen oder Fensterketten... Sanitärbereiche neu gestalten. Ja, also wenn die Menschheit einmal zu den Sternen aufbricht und überlegt, was nehmen wir als Proviant mit? Womit wollen wir als Botschafter gegenüber den Außerirdischen auftauchen? Ich sage, verschwöre dir, euer Kartoffelsalat ist nicht dabei. Müssen mal den Frank aus meinem fragen. Könntest du dann auch Hühner und Kühe aus den Gensequenzen züchten. Was kannst du bei dir? Ich würde dir jetzt ein antworten. Felser züchten? Ich habe aber nicht zugehört. Also ohne Rückfahrt dann für dich. Gut. Wie, du hättest mich sonst mitgenommen? Nun gut,
Was ist der Sunday Morning jetzt wirklich? Also wie unser Pad aussieht, wisst ihr, es geht darum, wir sammeln, was uns in der letzten Woche so an irgendwie bemerkenswerten, lustigen, wichtigen, interessanten, aufregenden Nachrichten untergekommen ist. Oder süße Hundis. Oder was uns... Das sollte man besser darlegen, aber Judith möchte das... Was uns unsere Hörerinnen und Hörer auf verschiedenen Kanälen anreichen, das muss man ja auch mal sagen. Also nicht nur das, was wir panisch Samstagabend oder Sonntagmorgen zusammensammeln, sondern was uns liebevoll die ganze Woche über angereicht wird. Hashtag Sonntagsfutter. Richtig. Das ist richtig. Einige von uns sourcen das also aus. Es fing tatsächlich mal an als so ein heiteres Entertainment-Ding. So, da gab es noch Begriffe wie... Wir küren den Super-Duper-Hörer der Woche. Das war leicht, unbeschwert. Und wenn ihr letzthin auf die Nachrichten der letzten Woche als Thema zurückgreift, dann siehst du nur noch irgendwie Meteoriten am Horizont runtergehen. Das sind die guten Nachrichten. Die Schreie der Verwundeten kommen immer näher. Was hat Trump jetzt wieder getan? Naja. Naja. Aber jetzt haben wir alle Super-Duper-Hörer gekürt. Jetzt haben wir einfach keine anderen mehr. Wer ist denn das eigentlich, der Amtierende? Flo. Flo. Stift, das hat sich. Ja. Flo und Herr Martinsen haben sich da immer abgewechselt. Nun ja, aber ich denke, man kann festhalten, auch wenn die Nachrichtenlage an sich sich vielleicht ein bisschen ins Düstere verschoben hat, wir haben schon unsere wiederkehrenden Rubriken. Jetzt. Trump-Moratorium zum Beispiel. Das kommt ganz am Schluss. Einsteigen möchte ich mit Spaß mit Statistike. Statistik, hä? Du wirst sehen hier in... Ist das das großgeschriebene scharfe S, von dem ich so viel höre? Sieht so aus, ja. Cool. Also ja. Irgendwie ist da was in der Translation... Warum zur Hölle haben wir eigentlich Doppel-S da stehen und du nicht? Ja, ich habe auch richtig geschrieben und ein Computer hat hier... Computer sagt... Nein. Nö. Das ist dieses Open-Source scharfe S. Kann so nicht. Machen wir in der Post-Production. Ja. Ne? Ja. Also, immer wieder haben wir Meldungen, in denen Statistiken behandelt werden. Die können sehr lustig sein. Ein sehr zuverlässiger Lieferant ist da immer Pornhub, wenn die mal wieder so ein bisschen ausplaudern, was ihre Benutzer so treiben, wenn Facebook mal down ist. Ja, was sie treiben, ist bekannt. Die Frage ist mal, mit wem. Oder wozu. Also, ich habe durch unsere Sendung gelernt, dass es wohl einiges an Facebook-Porn auf Pornhub gibt. Was zur Hölle ist Facebook-Porn? Wenn Twitter und Facebook sich ganz doll lieb haben, dann kommt dann der Vogel raus. Mit dem... Dann ach nee, wie heißt das? Insta? Reddit. TokTok. Bis das deutsche Patentamt daherkommt und sagt, nö. Kartellamt. Ja. Kartellamt. Aber wir nehmen jede Statistik daher. Es wird euch bestimmt auch schon klar sein, wir sind ein Podcast mit journalistischem Anspruch. Voll. Das heißt, wenn wir mit Zahlen um uns schmeißen, dann müssen die aus einer richtigen Quelle kommen. So wie auch diese hier. Kannst du gleich zweimal dingsen. Okay, das klappt alles nicht. Was sieht man denn jetzt eigentlich? Man sollte jetzt die Überschrift eingeblendet sehen. Im Prinzip nicht verkehrt. Man sieht den Rest noch nicht. Nun gut, dann müssen wir das rein auditiv machen. Ich kann euch verraten, was die Überschrift ist. Die Überschrift sagt nämlich, dass die Amerikaner ungefähr die gleiche Menge an Geld ausgeben für ihr legales Gras als auch für Taco Bell. Wir können ja jetzt gleich mal fragen, ob es stimmt. Richtig. Okay, gut. Und wie macht... Also, raucht man erst eine Tüte und geht dann zu Taco Bell oder geht man erst und das Publikum nickt. Mhm. Gut. Ja, das gut ist jetzt, wie gesagt, seriöse Quelle aus dem Marihuana Business Daily Magazin. Wir hatten ja mal die Situation, wir haben ein Feedback von einem Hörer bekommen, der hat eine Reise von Kanada bis runter nach Chile gemacht. Motorrad? Ja, und auf dem Motorrad. Und er schrieb uns irgendwann mal, dass er, um sich die Zeit zu vertreiben und so ein bisschen das Heimweh zu stillen, angefangen hat, unsere Episoden von Folge 1 an nochmal zu hören. Jetzt muss man wissen, das geht so 4-5 Stunden pro Episode teilweise. Anfangs, ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, was macht das mit einem Menschen, wenn du quer durch die USA fährst und hörst uns hier die ganze Zeit über
das orange Monchichi hat schon wieder irgendwie das und das gemacht. Wobei das, glaube ich, vor dem Orangenen war, als er das getan hat. Auch wieder war, aber danach ist doch keiner freiwillig. Relativ viele der obskuren Nachrichten, die wir mal hatten, waren dann doch aus dem englischsprachigen. Ja, nee, also Trump hat sich ja auch, also das Elend hat ja seinen orangen Schatten vorgeworfen. Dass, Kreiskirchen schießen, wieder ein Verletzter und so. Ja. Unser engagiertester Nichthörer wirft zu Recht ein, die meisten unserer Nachrichten wären aus AP. Ach ja. wenn man so einen englischen Artikel vor sich hat, also einen Nachrichtenartikel, dann steht da immer so kurz das Kürzel des Bundesstaates, um das das geht. Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, AP steht da. AP, fällt mir gar nicht ein, welcher Bundesstaat das ist. Alabama. So was in der Art. mittlerweile wurden wir darauf hingewiesen, und wenn ich sage wir, meine ich, dass das für Associated Press steht, aber wann immer wir ringen nach einem Namen, weil wir ihn aus im Text irgendwo suchen, ist es mal AP, übergangsweise so unsere Variable. Ja. Mhm. Um das jetzt nicht in der Luft hängen zu lassen, 8,6 bis 10 Milliarden US-Dollar werden im Jahr für die herbale Erholungszigarette ausgegeben in den USA. Das sind 5 Milliarden mehr als E-Zigaretten, von denen man immer hört, dass sie die Jugend kaputt machen zurzeit. Taco Bell sind nur 0,8 Milliarden mehr. Bis 2023 will die Weed-Lobby, der Weed, wie sagt man, die Industrie, ja, die Marihuana-Industrie um bis zu 200% wachsen und dann mehr Geld einnehmen als die. Oben oder in die Breite? Die Fitness, ja, in die Breite. Taco Bell halt, ne? Weil sie dann die Mitgliedergebühren der amerikanischen Fitnessstudios überholt haben. Was finde ich, also da ist dann auch die natürliche Ordnung der Welt wiederhergestellt. Ich sehe oft Synergieeffekte, aber da sehe ich keine. Ich schaue auf die Uhr, das ist eine Meldung, die kann man getrost überspringen. Es war ein Bürgermeister. Aber die ist doch geil. Ja, na gut. Was wir auch immer wieder ganz gerne haben, sind Politiker, die habe ich nicht gesehen, die in der Tat versuchen, irgendwie was ändern zu wollen und damit durchaus kreativen Ansätzen rankommen. Ich erinnere mich da aus meiner Wahlheimat an den Typen, der meinte so hier, dass mit diesen ganzen Messerstechereien im Vereinigten Königreich ist jetzt nicht so knorke, da sollten wir was gegen tun. Und sein Lösungsansatz war dann, waren GPS-Chips in die Griffe aller in Großbritannien verkauften Messer einzubauen. Abgesehen natürlich, es müsse Ausnahmen für Jagd- und Fischmesser geben. Daraufhin wurde ihm halt entgegengeworfen, dass erstens Hut ab für die Messerstecher, für die Verbrecher, die regelmäßig ihren GPS-Chip neu laden. Und die Frage, was einen dann davon abhält, ein von der Ausnahme betroffenes Jagd- oder Fischmesser dann zum Leuteabstechen zu nehmen, statt jetzt das Brotmesser von Mutti. Kartemesser. Das kann ich beantworten. Ja. Also erstmal, wir können davon ausgehen, der Typ hat eine Firma, die GPS-Sender herstellt. Oder hat einen Freund oder jedes einen Bruder. Jedes Jagd- und Fischmesser braucht einen GPS-Sender und jeder Fisch und jedes Jagdwild braucht ebenfalls einen, weil nur dann kannst du sicher gehen, dass wenn Oder Messer und Reh, ja. Ich rufe ihn direkt an. Kein Problem. Jetzt überlege ich mir die Kreuzung eines Rehs und eines Messers. Besser nicht. Nun ja. Das nennt sich dann Reh-Ragout. Stimmt. Auch in Amerika gibt es Leute, die anderen Leuten Böses wollen. Und Leute, die was dagegen haben. Der Bürgermeister von Baltimore fand die steigende Gewalt in seiner Stadt jetzt nicht so toll. Gerade die Schusswaffengewalt. Mhm. Lass mich raten, GPS-Sendern in den Waffen. Nein, er hat das konkretisieren. Er fand die Berichterstattung darüber nicht so toll. Stimmt. Nein, er hat selbst sie angesprochen. Seine Idee war, diese Aggression loszuwerden, ehe sie sich in Bandenkriegen Bahn brechen. Mhm. Seine Idee waren dann öffentliche Boxringe im Bürgerzentrum, wo denn dann, wenn jetzt die Bloods und die Crips mal ein kleines Problem miteinander haben,
können Sie es da ausdiskutieren und sein Gedanke ist dann, wer bei C noch steht, hat recht und der andere sieht das auch so ein. Ich kann mir das total vorstellen, kommst da hin. Ich bin hier wegen der Sache mit dem, dass wir das einfach einmal klären. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Sagt das nur mein Girl. Ja. Und dann ist dein Kontrahent bei 8 dran und du bei 10. Ja, das ist die Eskalation. Oder kann ich dann, wenn ich dran bin, einfach irgendeinen benennen? Das zum ist Beispiel so den hier, Major Jack Young. Den Fädenhandschuh werfen. So. Ja. Du wirst halt den einfach Glitzrigen. Ja. Durch das Warten dort total zermürbt, bis es dir irgendwann völlig egal ist und dann gehst du wieder heim. Also so wie halt auf dem Bürgeramt auch. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so klappen wird, aber ja. Viel Glück, Mayor Young. Eine sehr beliebte, immer wiederkehrende Rubrik sind die dümmsten Verbrecher, denn von denen gibt es wirklich einige. Das ist der Hammer, das glaubt ihr nicht. Seien es nur irgendwie Leute, die sich, um ihre Identität zu verschleiern, mit Edding das Gesicht vollmalen und dann nach dem Banküberfall feststellen, oh, jetzt ab geht es so gut nicht mehr. Und die Polizei reagiert dann halt auch ein bisschen aufmerksam, wenn sie da ein Auto mit zwei im Gesicht schwarz angemalteten Leuten rumfahren sehen. Oder der Verbrecher, den wir neulich hatten, der sein Handy am Tatort vergessen hat und dann nochmal zurückgelaufen ist. So, komm. Rein. Entschuldigung. Ich hab mein Handy vergessen. Ja, und was es nicht noch alles gibt, da haben wir auch hier wieder, was ihr jetzt wieder nicht sehen werden könnt, die Geschichte von zwei Leuten, die einen Geldautomat knacken wollten. Mhm. Und zwar nicht etwa langweilig mit einem Stemmbrecheisen, sondern, also wenn schon, denn schon, wir nehmen uns ein Schweißgerät her. Okay. Aber sie mit einem Schweißgerät macht man doch Dinge zusammen und nicht auseinander. Ja, das haben die dann auch festgestellt. Im Film war das anders. Sie ja, sind ne? Schloss und Scharniere angegangen und haben ja den Geldautomat etwas sicherer gemacht. Ging nicht so gut für sie aus. Denn ja, videoüberwacht war das Ganze dann auch noch. Aber wer hätte damit rechnen können? Ich meine, eine Bank. Das war mein Lieblingsvideo aus dem letzten Jahr. Das Einkaufszentrum, es ist zu, es ist dunkel, keiner ist mehr da und dann siehst du plötzlich glaubhaft vor der Kamera versteckst so zwei Typen über den Boden robben und die Kamera mitten drauf. Ja, oder schön waren auch hier die Fotos einer Überwachungskamera von einem Typ, der im Baumarkt eine Jalousie klauen wollte. Mhm. Und sich die dann eben mal unter den Pullover gesteckt hat. Nur war es halt für ausgewachsene Fenster einer Jalousie, das heißt, er ist dann mit einem steifen Bein irgendwie durch die Gegend gelaufen und oben aus seinem Kapuzenpulli ragte dann die halbe Jalousie noch raus. Ja, alte Kriegsverletzung. Ne? Mal ganz ehrlich, da würde ich als Verkäufer auch da stehen. Das gucke ich mir erstmal an. Ja. Ich meine, weglaufen. Wegrennen, ja. Kann man nicht. Ja, manchmal gibt es auch Themen, die sind eigentlich gar nicht so wirklich lustig. Vor allem der Themenkomplex, zu dem sie vielleicht zu zählen sind. An dieser Stelle hatte ich überlegt, die Meldung aus meiner Wahlheimatstadt zu nehmen, die ich mir damals, als sie aufkam, verkniffen habe. Sibisse. Weil ich die Woche davor die Geschichte von der Dame erzählt hat, die sich die Augen ausgelöffelt hat, weil dort einsam war. Nicht schon wieder. Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen. Blumenwiesen. Sibisse. Eine ähnliche Meldung, die jetzt in ein Gebiet fällt, was wirklich nicht gut zu heißen ist, die aber zumindest für meinen verkorksten Verstand ein bisschen was Humoristisches hat, habe ich mit heinzliche Gewalt überschrieben, ist eine Meldung von einem Mann, der von der Polizei angesammelt wurde, nachdem seine Freundin angerufen hatte. Es war nämlich so, der Mann und die Dame hatten am Vorabend gestritten. Eine kleine Meinungsverschiedenheit, bei der Dame mangelnde Treue vorgeworfen wurde. Ich hätte bei meiner Mutter bleiben sollen. Nein, ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Jersey's Mom.
Ja, dieser Zwist wurde wohl nicht ganz beigelegt, ehe sie zu Bett ging, denn die Frau wachte dann in der Nacht auf durch ein merkwürdiges Gefühl, das sie verspürte, ausgelöst dadurch, dass ihr Freund sie mit Ketchup überschüttete und dabei schrie: "That's what you get, bitch!" Ja. Das ist so ein Bild, da sind die Details wahnsinnig wichtig. Viel mehr Details kann ich dir nicht geben, nur noch, dass die Frau dann eben die Polizei angerufen hat. Die Polizei kam an, der Mann hat die Tür aufgemacht und erstmal, was? Nee, hier, Frau mit Ketchup führen wir nicht. Ist leider aus. Ich habe Fragen. Also Curry-Ketchup? Ziemlich viele sogar. Hat der eigentlich eine Flasche genommen? Ja, zum Beispiel. Oder so immer Päckchen. Diese kleinen Tütchen. Ich meine, jetzt projizier dich mal in diese Situation rein. Da liegt jemand und du möchtest, dass die Person mit Ketchup bedeckt ist. Gehst du vorsichtig vor? Darf ich kurz Fanny Van Dunn mal wieder? Leise, langsam und so. Und dann gucken wir, nicht noch das letzte Quäntchen rausquetschen, weil das zu laut ist. Oder nimmst du wirklich so die Heinz-Ketchup-Flasche und... Ich glaube, es ist Letzteres. Continue. Ich wollte es nur geklärt haben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft sich doch dieses Fanny Van Dunn-Zitat unterbringen lässt. Das war in den USA, oder? Die Spucke reicht nicht, aber Ketchup tut's ja auch. Das war in den USA, ja. Also haben die wahrscheinlich einen 25-Pound-Eimer davon gehabt. Gut, okay. Ja. Jö. Ja gut. Hat die Tür aufgemacht. Nee, Frau mit Ketchup kenne ich nicht. Die Polizei war dann etwas skeptisch in Anbetracht der Sache. Hätte vielleicht eher das Gesundheitsamt rufen sollen. Ja gut. In Lebensmittel und so. Er hat mich nicht mit Chlor abgewaschen und so. Meinst du, das war der Plan, dass sie... Wie gesagt, es war USA. Ja. Dass die Freundin jetzt rechtlich als Lebensmittel gilt? Naja, ja, war es Gemüse, laut den USA. Die Ketchup-Spritzer auf der Kleidung des Mannes waren dann aber doch Indiz genug. Eine DNA-Analyse hat ergeben. Das ist eine Tomate. Ja, jetzt käme ein Artikel... den ich als Demonstration dafür genommen habe, dass manchmal auch Bilder ausreichen, um uns einen Artikel auszuwählen. Das funktioniert richtig gut. Was, ne? Jetzt nicht, müsst ihr halt gucken. Alter! Was zur Hölle? Alter! Ich kann euch die Überschrift des Artikels verraten. Die lautet nämlich: "Swimming pool bans men from using hair dryers on their nether regions." Geht um ein öffentliches Schwimmbad in Island, wo das sieht aus, als würde er sich diesen Haartrockner als Socke überstreifen wollen. Oder das andere sehr unanständige Dinge mit dem Haartrockner machen. Naja, ich habe hier dann halt eben ein Bild von einem Hinweisplakat, auf dem auch bildlich dargestellt wird, dass sich sehr viel Text. Ältere Männer bitte nicht ihre Gesäße oder ihr Gebamsel mit einem Föhn trocknen sollen, denn dafür wären die jetzt nicht gedacht unbedingt. Auch nicht, wenn das im Heißwind so schlackern sollte und We all have been there. Das ist der falsche Augenblick zum Applaudieren. Das Geräusch würde ich damit nie wieder loswerden. Ja. Okay. Auch in dem Fall gilt, wenn es klatscht, war es kein Applaus, ja? Mhm. Ja. The good old red slap. Ja, und um manche Themen kommt man einfach nicht darum, wenn man sich über lustige Sachen in den Nachrichten unterhalten möchte. Aha. Auch wenn wir spaßesweise immer mal wieder behaupten, wir hätten ein Trump-Moratorium. Wie, das ist Spaß? Ich behaupte das immer nur. Ja gut. Aber ich bin jetzt Jahre damit durchgekommen. Von daher... Ach, irgendwas muss man dir ja auch lassen. Das ist ja nicht so. Es ist einfach so, der Typ kriegt keine Woche rum, ohne mindestens einen Artikel zu fabrizieren, der einfach in unsere Sendung gehört. Meistens ist es The. The. Oder Koffeffel. toll wäre jetzt hier natürlich auch, wenn es auf dem Beamer klappen würde, denn für uns oder zumindest für mich in der Vorbereitung ist es immer eine besondere Freude, wenn sich Schlagzeilen aneinanderfügen lassen oder wenn ich so eine Geschichte erzählen. Mhm. Zum Beispiel hat jetzt hier der Cheeto in Chief... Das war der Commander in Cheese. Genau. Ja. In Cheese Dust. Die Los Angeles Times berichtete nämlich letzte Woche,
Nuclear waste will be classified as safer under a controversial Trump administration change. Das heißt, Trump hat die Devise ausgegeben, hier Atommüll ist jetzt nicht so schlimm. Ist nur umständlich, wenn wir den als besonders gefährlich betrachten, dann kann man ihn schlecht wegschmeißen. Deswegen ist er jetzt gar nicht mehr so schlimm. Weißt du eigentlich, wie deprimierend das ist, sich vorzustellen? Die Welt könnte ein viel schönerer Ort sein, hätte man ihm von Anfang an gesagt. Er muss sich immer entscheiden zwischen zwei Alternativen, die beide schlecht sind. Dann kann er wenigstens nicht beide nehmen. Beides ist ein gutes Stichwort, denn das nimmt er gerne hin. Wie die BBC berichtet, Trump says climate change goes both ways. Die menschengemachte Klimaerkaltung? Ja, es wird halt, am Tag wird es wärmer und in der Nacht wird es kälter. Er selber macht jetzt persönlich jeden Abend seinen Kühlschrank auf. Ja, ja, ich meine, Donald war ja einer der prominentesten Leute, die das mit dieser Klimaerwärmung nicht verstanden haben, dass das für unterm Strich geht und dass, wenn es nachts abkühlt, dass das nicht der Beweis gegen die Klimaerwärmung ist, weswegen dann ja irgendwann vom Klimawandel sprach. Was er dann jetzt, haha, die sind sich gar nicht sicher, was es ist und nehmen einfach Begriffe, damit sie so lange, bis es passt. Das ja, hat er diese Woche nach einem Gespräch mit Prinz Charles, dem der Klimaschutz wohl schon sehr am Herzen liegt, mal wieder betont. Wenn man da Bilder gesehen hat, die Queen und ihre Familie, die sahen ja auch äußerst glücklich aus. Meine Lieblingsmeldung war eigentlich, Donald, du kannst hier nicht übernachten, wir renovieren bis 2020. Habt ihr das? Schlimmstenfalls bis 2024. Habt ihr das mit der Krone mitbekommen? Oder beziehungsweise ja. Diese Tiara, also die Queen hat sich gedacht, ich muss mich ja ein bisschen schmücken, wenn der Donald da hier vorbeikommt. Also ähnlich wie Jack. Passivbewaffnung. Ja. Genau, und man muss der Frau zugestehen, sie hat einen gewissen Sinn für Humor, denn die Krone oder diese Tiara oder was auch immer, wie man das Ding nennt, Krönchen, war ein Hochzeitsgeschenk und sollte sie vor Krankheiten und schlechten Dingen beschützen. Ja. Das ist halt schon irgendwie cool, das mal aufzusetzen. Geschenk von Kolonien der Krone. Ja. Jo. Ja. So wie Hörer ja uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Leg das Handy weg. Nun gut, ich hatte ja erwähnt, das ist hier eine Trilogie an Schlagzeilen. Nochmal das Previously On. Nuclear waste will be classified as safer under Trump. Trump says climate change goes both ways. Und The Smoking Bun berichtet, Woman told cops she stabbed herself 3 times because I'm tired of living in Trump's country. Und das ist einfach, also für mich war das hier, also, dass die Gefühle, die wir, glaube ich, oft irgendwie so in der Vorbereitung haben, I don't want to live on this planet anymore, so schön in eine, also ich würde mich da jetzt nicht unbedingt mit einem Messer selber 3-mal stechen, aber ja. Da gibt's doch Fiverr. Meinst du, da kriegst du bei Fiverr mittlerweile auch so Killer und sowas? Die Frau wurde dann übrigens vor ihrem Haus zufällig von patrouillierten Polizisten gesehen und auf ihr blutig verschmiertes Oberteil angesprochen, woraufhin sie es hob und die 3 Stichwunden zeigte. Die Polizisten haben dann festgestellt, nach intensiver Betrachtung, die Frau stellt eventuell eine Gefahr für sich selbst und andere dar. No shit, Sherlock. Sind da alleine drauf gekommen? Ich glaube, da musste ein Fachmann ran, ein Profiler. Und sie wurde verwahrt. Ja, zu Recht, würde ich sagen. Und das ist bei uns so Tradition, wenn wir die Stimmung schön lange, beziehungsweise heute eher etwas kürzer, runtergeredet haben, brauchen wir noch was Aufbauendes zum Schluss. Katzenbabys? Fragen wir uns über gegenseitig, ob wir irgendwas haben, und das ist meistens nicht der Fall. Doch, doch, ich hab was. Das ist viel deprimierender. Fragen, habt ihr was Aufbauendes? Und alle so, das haben wir schon erzählt. Das waren die guten Nachrichten. Ja. Nein, ich hab hier was super Aufbauendes. Das hat Texas, Trump und Twitter in der Schlagzeile. Ich bin raus. Das kann ja nur gut werden. Und zwar geht es darum, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich vermute mal, wir haben darüber berichtet, das hat jetzt geklappt. Da ist es mal dabei. Oh, also so hätte das die ganze Zeit aussehen sollen. Mhm.
Ja, das war wieder das Geräusch. Es gab in Texas eine Lehrerin, die fühlte sich überrannt von zu vielen Mexikanern aus dem Süden an ihrer Schule und hat deswegen auf Twitter an Trump geschrieben, hier, wann kommt endlich die Mauer? Diese Schüler an meiner Schule sind illegale Einwanderer. Die Mauer muss her. Die Mauer muss und das Ganze als öffentliche Tweets. Sie meinte, sie dachte, es wären DMs gewesen, was das Ganze jetzt nicht unbedingt besser macht. Das präsidiale Support-Formular. ja, und jetzt wurde eben einstimmig festgestellt, die Frau gehört nicht zurück an die Schule. Denn, ja. Die kann jetzt, die kann es helfen, die Mauer aufzumauern. Ja, ich meine, Umschulung und so. Hm? Ja. So als Zaunpfahl oder so. Oder das. Naja, ich meine, die haben auch keine DSGVO. Hier wäre das ja ein klarer DSGVO-Verstoß. Ich war derletzt auf einer Fortbildung zum Thema DSGVO und da wurde so als Beispiel für, wie du es nicht machen sollst, genannt, dass ein Arbeitgeber die zugeschickte AV-Bescheinigung eines Arbeitnehmers nahm, abscannte und als Profilbild für WhatsApp verwendete. Sie waren sich wohl nicht in allen Punkten einig über Dollar-Dinge. Das kann ich toppen. Ich habe das bei einer Arztpraxis gesehen. Seit 1. Mai gilt die DSGVO. 25. Per Unterschrift stimmen Sie dem zu. War das Formular, das beim Arzt ausfüllen musstest. Per Unterschrift. Aber wenn du das schon auf Facebook geteilt hast, dass du dem nicht zustimmst, ja, dann bist du ja raus. Ja, genau. Ja. Ja, aber ja, nur wenn du 1000 Likes kriegst. Ach so. Mhm. Und einen von Mark Zuckerberg. Oder wie hieß der MySpace-Typ, der jedem seine Freundschaft aufdrängte? Elon Musk. Nee, MySpace. Elon Musk ist der mit den coolen Autos und den Raketen. Du meinst der Typ, der die Leiche seines Konkurrenten in den Kofferraum gepackt hat und das dann hochschoss? Ja, genau der. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die da auf dem Fahrersitz saß mit dem Helm. Ja, das war die Ablenkung. Sie wollen hier doch nicht wohl etwa Elon? Nein, nein, nein. Nein, nein, das ist nur eine Puppe. Ah. Wie vielleicht? Guckt unentspannt. Er guckt unentspannt. Das. Ja. Wie viele Leichen kriegt man eigentlich in so einen Tesla? 13. Was? Wie viel? 13. 13, okay. Höre ich mehr. Wir können es ausprobieren. Wir können es mal ausprobieren. Okay. Kann da jemand was zu sagen? Ja. Kennt jemanden, der? Ich glaube, da kommt jetzt gleich jemand mit so einem Haken. Wir müssen weg. Die Bühne. Ja. Ja. Dann bleibt uns nichts anderes, als zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Beigetragen habt ihr heute nichts. Bis auf... ihr habt den Streit Sie geschlichtet. Sind da. Ihr habt... das reicht ja wohl. Ihr habt unseren Controller das Licht ziehen lassen. dafür bin ich euch ewig dankbar. Und ja, uns gibt's dann nächste Woche wieder, so um 11 rum. Voll nicht. Nicht uns was? Gibt's in 10 Minuten wieder. Das, ja. Alles klar. Schönen Restsonntag, schöne Woche und tschüss. Tschüss, Potsdok.